Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 1 mit Paxis. Wir werden mal das Leuchtfeuer entzünden. Und natürlich sind wir nicht so dumm und entfachen das und verschwenden hier irgendwelche Menschlichkeit. Sondern wir werden direkt einmal uns wegteleportieren. Ich bin gerade am Überlegen. Am liebsten würde ich irgendwo hin teleportieren, wo... Eieiei, wo? Ja, wo eben ein Händler in der Nähe ist, der mir neue Pfeile verkaufen kann. Aber ich glaube, da müssen wir echt zum Feuerband schreien und leider einen kleinen Weg laufen. Da bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Da gehen wir einfach zu diesem Schmied, der da rumhängt. Oha, was ist das? Hallo. Nebelwand. Was? Egal. Wir setzen erstmal unsere Seelen ein. Das wäre sonst alles ein bisschen blöd. Wir werden natürlich auf Stärke weitergehen. Oha, wir könnten jetzt theoretischerweise dieses krasse Schild halten. Haben wir eigentlich noch irgendwelche großartigen Seelen? Ja, eins. Aber die werden wahrscheinlich nicht reichen zum Aufsteigen, oder? Denke ich zumindest. Lassen wir erstmal, aber wir gucken mal, das Havel-Schild müssten wir jetzt nehmen können. Ach nee, da brauchen wir Stärke 50. What? Das Schwarzeisen-Schild können wir mittlerweile tragen. Wir können sogar das Steingroßschild tragen. Oder war es etwa die Waffe, die 40 braucht? Oh geil, das war sogar die Waffe, die nur 40 braucht. Nice. Okay. Wir können jetzt also einfach mal den Drachenzahn plus 3 benutzen. Was geht ab, Freunde? Oh. Ja, wir tragen jetzt 2 Waffen. Ja, das wollten wir logischerweise nicht. Das ist ein bisschen dumm. Wir gehen erstmal auf... Wie geil kommt das denn bitte schön, wenn wir jetzt das Schwarzeisenschild, beziehungsweise... Das blockt ja auch 90 Feuer. Wenn wir das Schwarzeisenschild bzw. das Steingroßschild tragen und den Drachenzahn. Was zur Hölle? Wie geil sieht das bitte schön aus? Und ist auch gar nicht mal so langsam, also geht. Ich werde auf jeden Fall mal eine Runde mit ihm kämpfen. Es wird wahrscheinlich Kämpfe geben, wo man besser eine schnellere Waffe hat. Aber ansonsten... Ich denke fast, Schwarzeisenschild sieht noch cooler aus. Naja, sehr viel cooler auch nicht. Wir werden mal wieder anständige Klamotten anziehen, würde ich sagen. Ich denke, wir gehen erstmal auf ein normales Schild, weil solange wir keine Feuerangriffe haben oder irgendwas, ist das ziemlich bums und ich brauche meine Traglast noch für mein Schild, Ich brauche die Traglast dann auch für meine Rüstung. Wie haben wir da? Belastung 30,2 von 109, okay. Brust. Havels Rüstung. Okay, Havels Rüstung ist halt schon ziemlich schwer. Das müsste aber noch gehen. Was? Damit sind wir schon zu schwer? 46,7. Ach nee, jetzt haben wir erstmal die Zwischenstufe, wo wir halt... bis maximal 50% Belastung gehen dürfen. Ja, das machen wir mal. Das heißt, wir haben... Also wir dürfen noch ein bisschen was anziehen. Havels Helm.
Müsste ebenfalls noch gehen. 51,7. Mal gucken, ob wir noch etwas bessere Handschuhe benutzen können. 1,2 wiegen die. 1,4, die können wir auf jeden Fall zum Beispiel nehmen. 8,3 ist zu viel. 0,5, 3. So, blutbefleckter Rock, gucken wir da mal. 2,5, 1,4. 6,4 müsste zu schwer sein. Da sind wir schon bei 110. Das passt natürlich nicht mehr. Wir brauchen also etwas leichtere. Was mache ich denn so? Das müsste passen. Ja, lassen wir jetzt einfach so. Scheiß drauf. Gut, dann rennen wir mal zu unserem Schmied, kaufen uns ein paar Pfeile und dann gehen wir zu... Oh, falsche Richtung. Und dann gehen wir zu Neu-Londo. Was ich mir gerade über... Ach nee, war doch die richtige Richtung. Was ich mir gerade überlege ist, brauchen wir überhaupt das Schild von Havel? Also müssen wir eigentlich überhaupt weiter auf Stärke gehen? Weil das Havel-Schild ist jetzt auch nicht so viel geiler, oder? Magie ist halt ziemlich... Aber ich glaube, es hat die höchste Magieabwehr, oder? Ich glaube, es hat die höchste Magieabwehr. Da müssten wir halt echt noch auf Stärke 50 skillen. Ich würde eigentlich jetzt lieber wieder auf Ausdauer gehen, um halt eine höhere Traglast zu haben und eben ja mehr Ausdauer zu haben, aber okay. Dann skillen wir eben erstmal auf 50 Stärke, damit wir zur Not, wenn wir Magieangriffe blocken wollen, das Havel-Schild nehmen können. Es wäre halt so geil, wenn wir einfach komplette Havel-Rüstung nehmen könnten, plus... den Drachenzahn, also die Waffe, aber das werden wir wahrscheinlich nie hinbekommen. Da brauchen wir einfach so eine große Traglast. Was steht hier? Pass auf, Schleichweg. Das sind doch irgendwelche Tipps vom Anfang. Wo geht's denn hier raus? Bin ich doof? Drüben, ne? So, ich greife jetzt mal einen von denen an, so aus Spaß, um zu gucken, wie viel Schaden ich mache. 300... Oh. 392, das kann sich mal sehen lassen, würde ich sagen. Pass auf, Schmied, krass, das sind die ganzen Anfangstipps, die brauche ich doch gar nicht mehr. Die brauche ich doch gar nicht mehr. Hallo. Was steht hier? Lob sei die Sonne. Ha, der hat mich aber weit verfolgt, dieses Skelett. Das Schöne ist ja, wir können es dann von diesem... Feuer auch wieder weg teleportieren. Hier hin teleportieren konnten wir uns leider nicht, soweit ich weiß. Und ich glaube, der Typ verkauft... Was? Ich habe eine neue Glut? Okay, mach ich. Ausrüstung umwandeln. Kann ich noch irgendwas verstärken? Nicht so aus. Das Thoras Schwert. Verzaubertes Falcon. Blauer Brocken. Davon haben wir ja mittlerweile ziemlich viel. Aber ich weiß nicht so richtig, ob ich... Weißer Brocken und Funkeltitanit. Okay, davon haben wir auch mittlerweile ziemlich viel. Ich weiß nicht so richtig, ob ich das dafür einsetzen möchte. Wenn wir es für nichts anderes brauchen, warum eigentlich nicht, oder? Vielleicht können wir dann irgendwann eine mega coole Waffe rausbauen. Ich mach's einfach mal. Wenn das Ganze dann auf Level 5 ist, müssten wir es ja dann... ach so, ja, Level 4 kommen wir natürlich nur, was sonst? Wenn das Ganze auf Level 5 ist, müssten wir es dann ja auch umbauen können. Hä, hatten wir nicht noch irgendwas, wo wir total viel hatten?
Ach so, das war entweder die Rundaxt oder eben dieser Fallschirm. Na, egal. Ausrüstung reparieren können wir auch den mal machen. So, und dann natürlich noch Gegenstand kaufen. Pfeile, Standardpfeil, aber sowas von. Was? 98? Nee, ich brauch mehr. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go. 98 ist etwas wenig, das heißt, wir müssen mal eine Seele dafür einsetzen. Nehmen wir mal die kleinste, namenlose Soldat. Benutzen. Ach, okay, das war etwas sehr klein. Dann nehmen wir nochmal eine Seele. Nehmen wir mal Ritterseele. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ich würde sagen, investieren wir auch direkt in Seelen. In Seelen, sage ich schon. In Pfeile, alles. Was, nur 678? Okay. Naja, es sollte ja auch erstmal reichen, komm. Und jetzt auf nach Neulondo. Mit neuer Waffe. Und wahrscheinlich als Verfluchter. Aber egal. Wo muss ich da nochmal lang? Wo muss ich? Ich glaube irgendwie hier runter, genau. Ich mache mir auch mal, ich gönne mir nochmal den Spaß und rede nochmal mit der Feuerbandschreien-Frau, die ärgert die ja. Forgive me, I'm impure. Please. Okay, sagt leider nichts Neues. Und wir haben auch nichts. Was? Wir haben eine Seele? Wir haben eine Feuerhüterseele? Wir haben keine, oder? Doch, wir hatten eine. Wo haben wir die denn hergehabt? Hä? Krass. Jetzt haben wir Estus Flacorpus 2. Das ist natürlich mega cool. Ich weiß für ehrlich gesagt nicht so richtig wieso, aber... Cool. Tolle Aussicht. Naja. So richtig toll ist es nicht. Eher nebelig verschwommen. So, dann mal auf nach Neulondo. Ich bin gespannt, was Gefahren da wieder auf mich warten. Und ob da auch einer dieser Fürsten sein Unwesen treibt. Vor dir, Tränen. Okay. Keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Vielleicht wisst ihr es und wollt es mir in die Kommentare schreiben. So, mal gucken, wie viel Damage wir bei den Gegnern machen. 422 und mit schwerer Angriff. Mit schwerer Angriff machen wir... okay. 552, okay. Ich glaube, da kommen ja jetzt auch keine Gegner, bis wir halt bei diesen Typen da sind. Tja, dann nehmen wir mal dieses komische Ding, was uns zum... ermöglicht zeitweilig Kampf gegen Geister. Ist es das? Ich glaube, benutzen... Oh, ich werde ja gar nicht verflucht, aber wahrscheinlich hält das auch nicht ewig, oder? Keine Ahnung. Na, mal schauen. Hauptsache, ich kann die jetzt platt machen. Hätte ich dann vielleicht erst nehmen sollen, kurz bevor ich bei den Typen bin, aber egal, wusste ich ja nicht. Tja, immerhin, one-hitten wir sie. Das ist doch ganz geil. Ah, Wanderfluch bekommt man von denen. Das ist natürlich nicht schlecht, weil... Wie gesagt, der Fluch wird höchstwahrscheinlich... nicht ewig halten. Hier geht's ins Bodenlose, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann müssen wir den Fluch mal... auf irgendwas drauflegen. Damit wir den nicht ständig aus dem Menü heraus aktivieren müssen. Das wäre ein bisschen blöd. So.
Ja. Keine Ahnung, wie lange der Spaß hält. Aber ich bin gespannt auf dieses neue Gebiet hier auf jeden Fall. Neu Londo klingt eigentlich cool, aber scheint mehr oder weniger nicht so viel abzugehen. Hier geht's nach oben. Gucken wir uns erstmal diese erste Ebene hier an und müssen natürlich darauf achten, dass wir hier nirgendwo ins Bodenlose fallen. Sind da unten Geister? Oder was soll das Weiße sein? Keine Ahnung. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier gibt's... Oh! Da ist eine Leiche drin. Dann machen wir die mal platt. Und sie droppt. Ah, zweimal Wanderfluch. Perfekt. Den scheint man hier öfters zu brauchen, habe ich das Gefühl. Dann geht's auch nicht weiter. Okay. Bei dieser dummen Hydra bin ich ja mal ins Bodenlose gefallen, deswegen... Kann ich mich noch... Fuck. Ich muss weg, ich muss weg! Nein, nein, nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Okay, ja, ich will nämlich auf diesen engen Pfaden will ich nicht kämpfen, da falle ich ja sofort in den Tod. Okay. Ja. Sehr schön. Wirklich viel Energie bekommen wir von denen auch nicht, aber okay, die sind auch nicht wirklich schwer, die Gegner, aber trotzdem. Energie sage ich schon, Seelen. Wir sind das ja tot mit, da sollte man eigentlich viele Seelen bekommen. So, vorsichtig, also so sehe ich zwar nicht, ob noch jemand kommt, also noch ein Geist kommt, aber lieber nicht runterfallen. Ah. Feuerhüterseele, nice, schon wieder. Dann können wir das Ganze auf plus 3 bekommen. Cool, cool. Das sagt man nicht nein. Okay. Geschafft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch, weil hier unten scheint echt nichts mehr zu geben. Aha. Ah, ist doch perfekt, wenn die immer so komisch rauskommen, dann habe ich genügend Zeit, die platt zu machen, bevor sie mir auf den Sack gehen. Okay, darüber komme ich leider nicht. Also dieser Wanderfluch hält aber... Sehe ich da unten schon wieder Nebel? Dieser Wanderfluch hält aber verdammt lang an. Kann man nichts sagen. Werde ich wahrscheinlich... oh fuck, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Werde ich wahrscheinlich gar nicht so lang gar nicht so viele von den Dingern brauchen, wie es aussieht. Kommt der her, oder ist hier noch einer? Ne, dann machen wir erstmal den platt. Oh nein, oh nein, oh nein, okay, ich hab... Okay, okay. What? Übertreib's mal bitte nicht. Wir haben echt eine gute Distanz mit dem Drachenzahn, da kann man nichts sagen. Und wie gesagt, one-hitten, one-hitten, one-hitten. So, in welche Richtung? Hier lang? Oh, da ist ein Hebel. Wenn wir daran ziehen, kommt dann hier irgendwas hoch? Was? Vorrichtung bewegt sich nicht? Ist richtig gelesen? Ah, müssen wir wahrscheinlich zuerst von unten benutzen, dann können wir es auch von oben benutzen. Glaube ich zumindest. Das wäre jetzt das Logischste, keine Ahnung. Aber interessant, dass das hier bisher das einzige Gebiet ist, wo richtige Geister unterwegs sind. Und das an einem so verfluchten Ort wie in diesem Spiel. Das ist doch sehr auffällig. Okay. Die kommen also sogar durch Wände durch, oder was? Oh, fuck. Geil. Aber nicht mit dem Papa, nicht mit mir. What? What? Hab ich nicht... Was ist denn jetzt los? Oh, fuck. Mein Wanderfluch ist nicht mehr aktiv. Mein Wanderfluch ist nicht mehr aktiv. Renn, renn, renn. Scheiße, Mann. Das ist dann auch... Das kann man aber auch so schlecht sehen.
Fuck! Was? Der fliegt einfach mal durch die durch das Gebäude durch, verfolgt mich so weit. Nice. Das ist ja geil. Oh, Freunde. Wäre geil, wenn es irgendein Symbol gäbe für den Wanderfluch. Nur diese komischen, dieses leichte Leuchten an meinem Körper ist irgendwie nicht so auffällig, aber okay. Hält ziemlich lang, dann weiß ich fürs nächste Mal ungefähr Bescheid. Parierdolch. Aha. Hatten wir den schon mal? Ich glaube fast nicht. Ist darauf garantiert so ein Ding, was diese komischen Ritter am Anfang hatten. Die haben doch auch so einen Dolch, mit dem sie mal pariert haben. Dieser Dolch ist nach einer Abwehr nützlich und wird üblicherweise in der linken Hand ausgerüstet. Eine Lieblingswaffe der Ritter von Karim, die für den Kampf ohne Schild berühmt sind. Ja, genau. Was meinte ich? Warum man das jetzt hier in so einer Leiche findet? Keine Ahnung. Kommen wir jetzt etwa schon zum nächsten Nebel oder was? Aber da wird noch kein... Wird noch kein Boss sein, oder? Nur ein neues Gebiet, denke ich mal. Wir schreiten erstmal noch nicht durch, solange es hier weitergeht. Was ist das denn? Das war ja was anderes, so eine Art weiblicher Geist, oder? Die hat angefangen zu schreien, aber anscheinend konnte sie ihre Action nicht beenden. Mindestens ist nichts passiert. Wieder zweimal Wanderfluch. Okay, von denen müssten wir jetzt genügend haben. Tja, dann gehen wir jetzt mal in den Nebel und machen erstmal einen Cut. Wir halten die Spannung hoch. Wir machen erstmal einen Cut und beim nächsten Mal gehen wir durch den Nebel. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr dieses Gebiet auch ganz lustig findet, so wie ich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.